Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Und heute mache ich auch ein Special. Wir machen einfach eine Überlänge. Komm, Überlänge gibt immer als Special. Denn es ist Folge 600, meine Damen und Herren. 600 Folgen. Damit sind wir weitere Schritt auf dem Weg zum längsten Skyrim Let's Play auf YouTube. Ist immer noch mein Ziel. Immer noch mein Wunsch, immer noch mein Ziel. Und da kann man ja mal gerade so ein bisschen statistisch zu sagen. Na, also die meisten LPs, die ich gesehen habe, tatsächlich enden bei 400 etwa. So grob, das ist so das, was wohl die meisten Leute brauchen. Viele etwas längere gehen dann so 500. Ist dann aber auch schon so die Obergrenze. Alles, was darüber geht, ist halt sehr, 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 sehr selten. Also da dünnt sich das wirklich, da hast du wirklich nur 5% der LPs überhaupt. Vielleicht ist es auch nur noch 1%. Ja, wir sind hier bei 600 und haben Indra jetzt und haben von der Hauptstory und wir haben vielleicht 25% von diesem Spiel geschafft. Ja, wir wollten in die Piratenhöhle gehen. Ich habe jetzt nichts Spezielles, was ich mir gedacht habe, was man irgendwie machen könnte. Hatte ich ja auch bei den anderen Halb-Specials auch nicht, irgendwie so bei Folge 300 oder 400 oder so. Man hat dann mal eine Hauptmission gemacht oder so. Ich, nicht. Ich habe, weil in Enderal, ich kenne mich natürlich jetzt nicht aus, ne? Enderal, Skyrim kenne ich mich aus, ne? Alles super, habe ich ja schon tausendmal gespielt. Enderal ja nicht. Und das ist ja blind immer noch. Deswegen kann ich das da auch nicht so gut machen. Aber ich habe jetzt V-Sync ausgestellt. Und die Performance läuft deutlich besser. Ich bin ja auch ein entschiedener V-Sync-Gegner. Deswegen, das ganz gut läuft. Also es ist, V-Sync ist halt einfach scheiße. Und ja, Performance ist immer noch nicht perfekt. Ich habe jetzt gerade im Launcher nur gesehen, man kann das einstellen. Okay, wie viele haben wir hier? Okay. Das ist natürlich problematisch. Ich kriege eh keinen One-Hit hin, deswegen wir haben aber alle Bögen. Oh. Oh Gott, ich brauche eine Waffe. Ja. Aber man könnte vermuten, dass das jetzt schon echt gute Leistung ist tatsächlich hier. Also es ist jetzt noch nicht echt, also es sind 30, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Habe ich irgendeinen Trank, den ich vielleicht trinken kann, der mich stärker macht? Spitzfängertrank, nein, habe ich nicht, das ist gut. Vielleicht brauche ich irgendeine Magie gerade. Leben entdecken, habe ich Panik, was ist Panik? Das ist nur, dass die fliehen. Entropie-Geisterwolf rufen, das könnte es bringen. So. Ich weiß, Magie ist nicht gut, aber... Mir geht's gerade... Oh mein Gott. Ja, da bin ich auch schon tot. Oh mein Gott. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber mit dem zweiten ist, sieht man besser, weiß man ja. Kennt man ja nicht anders. Ja, das mit dem Bogenschießen üben wir noch. Oh mein Gott. Da kam aber auch irgendwie plötzlich gerade ja auch alle auf einmal dazu, aufeinander, ne, dazu. Oh mein Gott, was hast du denn für ein Oschi in der Hand? Was ist das denn? Alles.
Alter, das könnte ziemlich der härteste Kampf im ganzen Enderer werden, den ich jemals hatte. Oh mein Gott. Was? Was? Du nennst mich Bitch? Ja, jetzt ist es auch genug. Ich muss einen Trank trinken. Es geht gar nicht anders. Ich nehme erstmal alles mit. Was ist das denn? Eine Eisenklemme? Ich dachte jetzt, sie wäre stärker. Oder ist sie stärker? Nein, ne? Das sind zwei Händler natürlich. Ist natürlich gut. Da bin ich ja schon Fan von. Weil die... Ich finde das bessere Verhältnis von Schaden zu... Schaden zu Geschwindigkeit haben. Ich muss einfach gerade trinken. Ich habe jetzt 7% Arkanistenfieber, das ist kacke. Huh, da kann ich jetzt gerade mal essen. Eieiei. Kein Brot essen. Brot geht immer. Meine Güte. Da fällt mir gerade ein, habe ich Ambrosia. Na, natürlich habe ich keine Ambrosia dabei. Wäre ja auch praktisch gewesen, ne, wenn man Ambrosia gehabt hätte. So, Gesundheit ist voll. Aber wie kann das denn sein, dass die mich nicht mehr sehen? Moment mal, da ist wer. Nein. Hallo! Mit deinem Bogen kannst du auch nicht viel machen. So. Mit den schweren Angriffen ist das natürlich nicht der Unterschied, aber... Hier, ich finde, man ist so deutlich schneller mit dem Ding. Das hat niemand gehört? Very mysterious. Na toll. Oh. Der Biss eines Flohs, ja, dann ist das wohl ein Malaria-Floh, würde ich behaupten. Übertragen für Malaria? Ich würde fast behaupten, ja. Macht Biologie, ist... Ich weiß jetzt nicht, ob... Oh mein Gott, Pialas, nein, Darin! Ich krieg dich! Das ist gar nicht so stark aus, Alter. Ja. Könntest du mal bitte näher kommen? Danke! Jetzt kannst du es schwerer machen. Da machen wir ja kaum Damage. Was mit dir? Der irgendwas Besonderes? Nein. Ich bin überlastet. Ne, yo. Ich habe natürlich ziemlich viele Harnische dabei. Das ist natürlich vom Gewicht her. Aber ich darf vielleicht vom Gewicht darauf was über. Ne, habe ich nicht. Schade. Ich schmeiß erstmal zwei weg, dann habe ich natürlich ein bisschen was. So, ich könnte, warte mal, da muss ich nicht rein nach Gewicht sortieren. Hier lohnt es sich nicht. Vielleicht habe ich hier nämlich ein paar Ledersachen, weil die sind natürlich vom Wert auch nicht so super. Ja. Wir haben ein Verhältnis, das lohnt sich jetzt nicht so sehr. Kettenhandschuhe zum Beispiel auch nicht. Alte Vagabundenstiefel hier, sowas. Das sind Sachen, die lohnt sich nicht mitzunehmen. Pfeile wiegen zum Glück nichts. Eine Truhe. Okay. Uiuiui. Gott, hier ist voll das Messi-Chaos los. So, nehme ich mit. Aber das muss ich ja sagen, ne? Dass bei Skyrim wie auch Enderal, hier ist es jetzt gerade speziell auf Enderal natürlich, aber auch beim normalen Skyrim halt wirklich die Dungeons, finde ich, alle unterschiedlich aussehen.
Es gibt ja viele Leute, die bemängeln, die sehen alle repetitiv aus. Es gibt auf jeden Fall viele Elemente, die ähnlich sind. Solche Indoor-Wasserfälle, sowas halt, alles klar. Aber ich finde so vom Aufbau her halt sofort heil. Ah, guck mal, muss ich nicht nutzen, muss ich vielleicht irgendeinen Kampf nutzen. Dass die trotzdem alle hier. Ich meine, sowas hier mit so Partygirlande und quasi eine halbe Stadt hier drin, sowas habe ich halt auch noch nicht gesehen. Das Einzige, was mir so ein bisschen daran ähnelt, ist dieser Hafen in Einsamkeit. Der kommt mir ein bisschen so ähnlich vor. Mann. So, da ist ein Genesungstrank. Hier könnte ich ins Haus rein. Ich will aber erst außen. Die gucken natürlich direkt. Ich bin hier nicht in der Lage. Hi! Ja, du mit deinem Bogen kannst natürlich nichts machen. Tut mir leid. Das kannte ich in der letzten Folge. Hatte ich auch noch kein Schwert. Wieso habe ich kein Bikini? Ein Bikini nur an. Das würde ich jetzt mal gerade gerne wissen. Warum habe ich kein Bikini? Ein Bikini an? Weil ich kein Harnisch. Hä? Nicht verstanden, vermutlich wird das jetzt mal welches verkauft. Durch sowas kommt das ja immer. So, jetzt habe ich wieder Kleidung an, da bin ich wieder züchtig unterwegs. Gut. Ich kann gucken, Alter, hä, was hat die denn? Allein, es versteht sich das ja, ne, dass ich auch ein bisschen sehr viel Schaden bekommen habe, natürlich. So ohne Rüstung ist halt oftmals nicht so gut. Ach, das Exoplasma kann ich natürlich nicht suchen, weil es von meiner eigenen Verzauberung kommt. Ist ja klar. Wer sonst? Arsch des Propheten, da war was. Oh mein Gott. Sorry. Oh mein Gott, was hast du denn? Das sind aber kurze Zauber, die du irgendwie wirkst. Okay, und nochmal. Oh je. Ich mag den Kampf einfach so sehr in Skyrim. Jetzt habe ich gerade einen neuen Stiefel bekommen. Das Rattenfingers. Was habe ich denn hier? 3% weniger Mana, Ödmana. Aber Einhandangriff für 3% mehr Schaden. Leben generiert 5 Punkte schneller. Ah, das schneller bringt nichts so an sich, glaube ich. Ja, das hier ist sowieso das Schleichen, also das bringt natürlich nicht nichts. Was macht das? Block 4% mehr Schaden mit Schild, Ausdauer regeneriert. Da nehme ich diese Handschuhe. Das ist sinnvoller. So. Entspannt hier. Oh, Dietrich und deine Rolle. Ein Fleisch. Ein bisschen Geld. Ein Trank. Ein schönes Feuerchen. Ein Sack. Was ist da drin? Weizen. Wohl nicht. Ich könnte natürlich jetzt schlafen, aber die Frage ist, was würde mir das hier drin bringen? Ja, wir haben eine Kiste, wo ich hoffe mal, dass da was Wertvolles drin ist. Ein Granatstein, guck mal. Ja, perfekt. Eine Notiz. Verehrter Koldrak, ich bitte darum, dass wir schleunigst Mannschaften schicken, um die erbeuteten Waren aus der Zuflucht zu schaffen. Dieser alte Erdstollen eignet sich zwar ideal als Versteck für das Schiff, mit dem wir die Überfälle auf die Handelsschiffe ausführen, die Arkan steuern. Allerdings ist das Versteck wegen der gelegten Lorenstrecke auch recht auffällig. Wenn die Stahlkrabben Wind davon bekommen, können wir die Waren nicht mehr sichern. Ja. Wenn er so stimmt, dass also die Teils sind wie das Tintenfass und die Feder. Das macht die Immersion halt schon riesig bei sowas, finde ich. So.
Das haben wir geschafft. Kann ich nicht aufsammeln, die Pfeile. Okay. Okay. Ja. Ich habe gerade den Versch verloren. Ich dachte, das wäre eine Hauptquest. Habe ich mich wohl vertan? Aber es macht nichts. Ist ja nicht weiter schlimm. Ich habe übrigens neben mir einen Apfelmus stehen. Ist wichtig zu sagen, finde ich. Es ändert vielleicht meine Interpunktion. Ich habe übrigens tatsächlich vielleicht vor, in zukünftiger Zeit möglicherweise diese Lorenstrecke ist echt interessant eigentlich. Möglicherweise eine Mod für Enderal zu installieren, weil ich habe gesehen, es gibt auf Nexus halt jetzt extra Kategorien für Enderal. Finde ich gut. Und da geht es darum, dass ich die Schnellreise zurückmodden kann. Allerdings soll das wohl nicht ganz ohne sein. Man darf halt in bestimmten Szenen nicht reisen und muss man halt überlegen, in welchen man dann reisen darf und in welchen nicht. Ich finde, das zerstört nicht die Immersion, weil dafür ist mir dieses Spiel noch zu sehr Minecraft, als dass das ist zu viel Skyrim, als dass das davon sich abwandeln könnte. Also Skyrim beziehungsweise zu so einem Rollenspiel nach Skyrim Art, eigentlich zu fast jedem Rollenspiel, finde ich, gehören Schnellreisen dazu. Das ist für mich ein essentieller Bestandteil von Rollenspielen. Neben. Jawohl, das wäre nochmal ein Thema, könnte man allgemein drüber reden. Ja. Klar, der wichtigste Bestandteil für mich bei einem Rollenspiel überhaupt ist nicht, dass man in eine Rolle eintaucht, das tut man eigentlich bei jedem Spiel, dazu muss es kein Bedarf ist keines Rollenspiels. Nein, ich finde, der wichtigste Teil in einem Rollenspiel ist halt wirklich Entwicklung des Charakters. Und jetzt nicht im Sinne von ich sammle XP oder andere Punktesysteme und entwickle mich damit fort, sondern im Sinne von unser Charakter, den wir spielen, verändert seine oder entwickelt seine Denkweise, seine Strategieweise, die Story quasi, entwickelt sich nicht nur abgetrennt zum Charakter, sondern der Charakter entwickelt sich halt immer mit. Bei einem COD zum Beispiel. Sagen wir bei einem COD für eine Advanced Warfare, wo bestimmte Rollenspielcharaktere drin sind, im Sinne von, man kann seinen Charakter entwickeln. Im Sinne von, man kann seinen Charakter stärker machen. Und da stellt sich halt deswegen von einem Rollenspiel, weil halt die Story um so einen herum, ne, läuft alles super, Krieg, alles toll. Aber irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Ja, da, so ist das. Aber der Charakter bleibt halt im Gegensatz zur Story immer weiter stringent. Da entwickelt sich nicht sehr viel. Ihr seid auf mit ich Mana. Ich will eigentlich erstmal Lebensenergie halt wirklich entwickeln. Ja. Das ist das Heldenmenü. Ich kann mir immer noch nur alles angucken. Das bringt mir halt nichts. Ja. Genau. Jetzt gibt es keine Kopfgeldaufträge. Und richtig, genau. Das ist das so, was ich sagen wollte, was man. Was das so unterscheidet.
ja, das ist halt so wirklich der Wichtigste, das ist der, der es ausmacht, der ein Rollenspiel halt ändert. Und halt dann der zweite Punkt, finde ich, den ein Rollenspiel immer ausmacht, ist, das ist dann eher ein persönlicher und nicht einfach ein essentieller Bestandteil, ist halt das, was ich gesagt habe, dass sich halt dass dein Charakter stärker wird oder sich in irgendeiner Form so hingehend weiterentwickelt. Und das haben halt nicht alle Spiele, die sich als Rollenspiele betiteln. Aber ich finde, die, die das haben, das sind halt wirklich noch die noch besseren als die anderen. Und da gibt es halt auch 1000 Konzepte und da kann man immer wieder sagen, schön und nicht schön. Und ich finde halt das Konzept vom Standard Skyrim. Ich höre einen Nürnwurz. Nürnwurz. Nürnwurz! Ich kann hier nicht hoch. Ich werde, glaube ich, dieses Nürnwurz nie finden. Da finde ich das Konzept von Standard Skyrim schon sehr gut. Ja, ich werde dieses Nürnwurz nie finden. Man muss die Skills nutzen, damit sie weiterentwickeln. Es ist aber halt auch in bestimmten Sinne ein bisschen, ja, ich sag mal, unrealistisch. Also wenn du zum Beispiel permanent irgendwie nur schmiedest, dann kann man ja, wie man sieht, was ich auch mache. Da sage ich nichts dagegen. Ne? Wenn man es machen will, dann soll man es gerne machen, keine Sorge. Da kann man halt damit seinen Charakter durch Lebensenergie und Mana und was weiß ich so stark werden lassen, dadurch, dass du nur ein Schmied bist. Und ein Schmied, der mit 500 Lebensenergie rumläuft, ist halt für mich nicht mehr so realistisch. Und da ist es dann halt das System von Fallout zum Beispiel, finde ich da, das ist so mein allerliebstes, das ist Fallout 3 Rollenspiel-Entwicklungssystem. Oh, also, ja, Gegner. Sie sind hier überall Straßendiebe, das ist doch unfassbar. Verdammt. So. Ja, der hat nur Faust und wird nichts bringen. Rein. Schlampe, was ist das denn, Bitch hier, Mann? Unfassbar. Das finde ich halt das beste System. Das kann A nicht so wirklich ausgenutzt werden. Ich habe nichts verkauft. Ich hätte in der Stadt alles verkaufen können. Verkaufen müssen wäre eher der passende Begriff gewesen. Wobei bin ich von der Stadt entfernt. Scheiße, ich bin eher schon bei Jeros Haus. Siehst du, jetzt wäre Fernreise, Schnellreise gut gewesen. Einmal hätte ich verkauft, ne? Zack, hinweg, zurück. Naja. Nee, aber dieses System halt, dass man zwar, ich sag mal, Sachen durch Benutzung erlernt, ist realistisch. Aber nicht mein Favorit. Ich finde lieber, dass man durch Dinge tun allgemein eine allgemeine Erfahrung sammelt und sich dann persönlich zuschneidert, wie sein Charakter ist. Das macht den Rollenspielcharakter noch persönlich auf einen zugeschnitten, als es beim Skyrim-System der Fall ist. Das finde ich das Gute. Es gibt halt noch 100.000 andere Systeme. Aber das ist halt so das, was ich so da wirklich am besten finde. Wieso? Ach so, in Jeros Keller muss ich rein. Hier war ich doch schon mal, oder? Hab ich irgendwie das Gefühl. Ja, und halt auch Schnellreisen. Schnellreisen gehört für mich ganz, ganz, ganz dringend zu Rollenspielen eben dazu. So, jetzt aber genügend darüber geredet. Was haben wir hier? Ein Straßendieb. Hier war irgendeine Falle. Okay.
reicht jetzt, ne? Mit Fallen. Ich muss mal wieder was essen. Ich habe ja verkackt. Schließ nicht. Ich muss also auf Fallen aufpassen, scheinbar. Da, okay, da geht's irgendwie runter. Was ist hier? Hängemoos. Eine Eispranke, guck mal. Die kann uns retten. Wie viel macht die eigentlich höher? Ich habe jetzt 378. Und danach 390. Ach, guck mal, eine nur, okay. Ich dachte irgendwie, das macht das direkt auf 5 oder 10, aber das wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen OP gewesen. Stimmt auch wieder. Ja. Was ist hier? Ich habe das gar nicht mehr. Das ist vielleicht das Schöne und Schlechte, dass ich gar nicht mehr so weiß, was ich weiß, was da passieren wird. Ich muss direkt zurück. Eigentlich sind diese Fallen echt nicht gefährlich, weil die machen kaum Schaden. Jetzt eine gute Pfeife. Das ist die Frage. Na, wenn das nicht meine neue Kumpanin ist. Und? Fündig geworden? Ja. Ich habe den alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte, von Alfreds Geschichte erzählen. Ja, ich habe den Gegenstand im Wasser gefunden, eine Schatulle. Jero hat darin Briefe versteckt, eine Art Tagebuch. Jesper von den Briefen erzählen. Erstmal von den Briefen erzählen, würde ich sagen. Interessant. Ich kannte die Umstände nicht, unter denen seine Gefährtin gestorben ist. Das nenne ich mal traurige Ironie des Schicksals. Ermordet von denen, denen man helfen mochte. Aber gut, jedes bisschen hilft uns weiter. Der Orden wird diese Briefe sehen wollen. Bleibt noch der alte Mann im Dorf. Ich sehe mich hier so lange weiter um. Was ist mit euch? Habt ihr schon was gefunden? Ja, einen abgesperrten Bereich, gleich hier hinten. Irgendwoher kommt mir dieser Mechanismus dort auch bekannt vor, aber ich habe vergessen, woher. Gebt mir noch etwas Zeit. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was richtig lustig wäre? Eine Anspielung auf die normalen Skyrim-Teile. Das normale Skyrim. Nein, es gibt nur ein Skyrim-Teil. Das normale Skyrim, das wäre echt lustig, irgendwie, wenn die sagen so, oh Gott, ja, das ist diese Technik aus so einem komischen Land, was im Norden von Tamriel sein soll. Ich weiß nicht, was dieses Tamriel ist. Ich habe da mal gehört. Irgendwie sowas, ja, ich liebe halt so Anspielungen, deswegen liebe ich Mass Effect so sehr, zum Beispiel. Ich habe dem alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte... So. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. Gute Arbeit. Was ist mit euch? Habt ihr schon was gefunden? Ja, und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Kommt mit. Aber, was ist das hier? Lehrbuch. Erinnerung. Hallo, ich will das haben. Ah, ich will das haben. Und das und das und alles, was damit zu tun hat. Willst du mal bitte laufen? Hallo! Ich mache hier gleich Fußroute. Das ist das Schöne, das funktioniert nämlich bei sowas oft. Ich habe das Gefühl, hier sind so viele Fallen, lauf doch nicht einfach da durch! Schimmerpilze. Ach ja, Nebelschwamm, wie dem auch sei. Hallo? Hallo, du bist mir zu unvorsichtig. Hallo? Eine Enzyklopädie am Arcana. Sehr interessant. Eine Notizenkiste. Sehr einfach. Was ist da drin? Ein Apfel. Ein Apfel geht immer.
Eine offene Truhe. Oh, ich finde es gut, dass die Physik der Laternen da drauf funktioniert. Was ist das denn? Ein Sternlingsschloss? Okay, das ist vielleicht für irgendein Rätsel. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ziemlich sicher sogar. Bitte sehr, ein sogenanntes Sternlingsschloss. Und ich verwette meinen Allerwertesten darauf, dass sich eine weitere Antwort hinter diesem Gitter befindet. Was ist ein Sternlingsschloss? Das habe ich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Solche Schlösser findet man normalerweise, wenn überhaupt, in Schatzkammern oder Burgen. Aber knacken kann man sie trotzdem. Nur, das wird sehr schwierig, wenn wir die richtigen Bolzen nicht haben. Man braucht also Bolzen, um es zu öffnen. Normalerweise ja. Eigentlich ist es simpel. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen passenden Holzstift. Steckt man den dann hinein, rastet er ein und sind alle Schlösser eingerastet, öffnet sich die Tür. Hat man jedoch die passenden Bolzen nicht, sollte man sich auf den frustrierendsten Einbruch seines Lebens vorbereiten. Es sei denn, man kennt einen alten Trick. Aha, und wie sieht dieser Trick denn aus? Man kann anstelle der Bolzen normale Holzstäbe in das Schloss einführen. Die zerbersten dann zwar nach ein paar Sekunden, aber wenn man es schafft, alle Stäbe in die Schlösser zu stecken, bevor sie brechen, kann man den Hebel umlegen und so den Mechanismus überlisten. Es kommt also nur auf die Geschwindigkeit an. Also, ich schlage vor, ihr lauft die Schlösser ab und ich stelle mich auf die Druckplatte. Seid ihr bereit? Moment, Moment, Moment. Was soll, genau soll ich tun? Das geht mir alles zu schnell. Asche auf mein Haupt. Es ist ganz einfach. Ihr müsst möglichst schnell jeweils ein Hölzchen in jedes der 5 Schlüssellöcher einführen. Wenn ihr es rechtzeitig geschafft habt, stelle ich mich auf die Druckplatte und das Tor sollte sich öffnen. Wenn ihr zu langsam seid, dann brechen die Hölzer und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Na schön, dann mal los. Wunderbar. Hier sind die Hölzer. Gut, macht euch bereit. Und los. Ist ja jetzt nicht sehr realistisch, finde ich. Was ist geschehen? Wir müssen erstmal gucken, wo sind diese Löcher. Achso, sie werden uns angezeigt. Wir haben hier eins. Wir müssen dann darüber und lassen uns am besten fallen. Okay. So, zick, zack, zack, zick, zack. Das erinnert mich an diese Heckaufgabe aus Fallout 3. Nee, New Vegas. Wir sind ein gutes Duo, wirklich. Dann lasst uns doch mal sehen, was der alte Magister hier unten versteckt hat. Ja. Ja, ich habe kurz die Augen zukneifen müssen. Nee, das erinnert mich, nee, es war Fallout New Vegas in dem Bunker. In dem Bunker der Bruderschaft, wo man den Virus da entfernen musste. Fand ich sehr lustig. Dann, das hat mich das gerade auch erinnert. Schimmelpilze. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hallo? Oh, 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 oh. Wobei, das finde ich ja, ist ja eine Sache, die ich kritisiere immer ein bisschen an. Deswegen gehe ich da weg. Ein Flammenelementar und kein schwaches. Dieser Jero verstand sich auf Magie, das steht fest. Bleibt nur noch die Frage, was...